wollen wir nervig sein, außer Rand und Band. Ja, so nervig, ja, so nervig, Kinder, ist das wunderbar. Ja, so nervig, ja, so nervig, sind wir nur einmal im Jahr. Karneval, nahe Teil, wer ist da nicht gern dabei? Auch wir feiern, das ist klar. Denn im Fernsehen gibt es Karneval das ganze Jahr. Hello, Allah und Dankeschön, daheim und wir im Saal. Heute schunkeln wir, heute feiern wir, heute ersten Gast gleich da, haben wir gesagt, was soll man am Anfang machen? Stimmung muss sein. Wir haben den Stimmungsmacher der Nation, Toni Marschall. Und er singt, das werden wir alles überleben. Toni! Da sitzen die Freunde am Kneipentisch und schimpfen auf die Welt. Dem Müller ist gestern die Frau entwischt, dem Schulze fehlt an Geld. Der Schmidt sieht nach sauren Wolken aus, weil sein Verein verlor. Doch auf einmal singt einer am Nebentisch und dann der ganze Chor. Das werden wir alles überleben, alles überstehen. Meint Lächeln, ich pfeif aufs Geld, ich bin ja noch gesund. Der Müller sagt, ist auch mein Weib davon, ich hab noch meinen Hund. Der Schmidt lacht, ich freu mich aufs nächste Mal, wenn mein Verein gewinnt. Denn es hilft nix, wenn man Trübsal bläst, weil mal das Schicksal spielt. Das werden wir alles überleben, alles überstehen. Und wenn die Welt vom Himmel fällt, noch ist das Leben schön. Das werden wir alles überleben, fragt sich nur noch wie. Drum lass uns heute Ich weiß, ich soll nie Bild gehen, ja, für den Vortrag. Aber bitte in Deutsch.
habe ich schon einmal eine in einer fremden Sprache gebracht, in Hessisch vielleicht. Wenn Sie auf Deutsch Wert legen, gut, da bringe ich Ihnen in Deutsch und über Deutsch. Bitte sehr. Über Deutsch. Unvorbereitet, wie ich in diesem Jahr wieder bin. Unvorbereitet, ja. Wir haben eins gemeinsam, die Brille. Ja, die ist ja so wichtig, ja. Deutsch zu schreiben, bitte sehr, das fällt heutzutage schwer. Deutsch zu reden aber auch. Neuerdings, da ist es Brauch, nicht mit Fremdwörtern zu sparen. Darum sollt ihr nun erfahren, was man heut so alles sagt, wie man sich beim Schwätze plagt. Ach, was tut man sich so weh, und dabei ist doch Deutsch so schön. Treibt man Spott, so wie in Wilde, das nennt man heut Bodding-Bilde. Läuft man, macht sich auf die Socke, rennt man nicht, nein, man tut Jocke. Wenn man sich mit jemand haut und fällt um, heißt das Knockout. Ist danach das Näschen, das ist dann ein Handicap und man ist nicht mehr okay. Gell, die deutsche Sprache schön, ja. Freut man sich, geht's einem gut, ei, dann ist man in so Mut. Lächelt man, nun dieses Styling nennt man neuerdings Keep Smiling. Feiert man im richtigen Dreif, sowas nennt man dann High Life. Wer auf jede Party geht, der ist immer up to date. Der gehört zur Hot Volley, gell, die deutsche Sprache, schee. Finde ein, die Girls charmant, wird ein Playboy-Mann genannt. Doch geht einer stets allein, stuft man ihn als Single ein. Wenn er sich nicht interessiert, heißt es Ei, der ist frustriert. Dem fehlt der gewisse Trend, der kommt nie zum Happy End. Der ist out in dem Metier, gell, die deutsche Sprache schön. Fährt man übers Weekend fort, macht man einen Trip vor Ort. Wer was auf sein Image hält, reist mit dem Jetset um die Welt. Der trägt Blue Jeans, kleine, große, früher waren das Schlosserhose. Der hat, um sich zu erfrischen, heutzutage Air-Condition, Fenster auf, das ist passé, gell, die deutsche Sprache, ich aua, geh. Für die Kinder beim Gewitter gibt es jetzt den Babysitter. Man isst nie belegte Brote, Sandwichs sind heut hier in Mode. Anhänger, das sind die Fans, junge Männer, nennt man Twents. Leute, die nie beim Ölpreis schenne, ja, die tut man Multis nenne. Und die kenne kein Verbleh, gell, die deutsche Sprache. Schön. Klebe einem die Zehen zusammen, liegt es meist am Chewing Gum. Und die Frau vom Präsident, jeder heut First Lady nennt. Gibt es irgendwo Protest, macht beim Hearing man einen Test. Wer erhitzt und nicht sehr cool, kühlt sich ab im Swimmingpool oder hebt ins Nettliche, gell, die deutsche Sprache, schee. Wer heut Falde im Gesicht, für den ist es Lifte Pflicht, erholt sich vergangenen Charme, meist in der Beauty-Farm. Da wird er dann durchgescheckt und wird wieder aufgegeckt. Haut bei ihm nach dem Sit-In der Countdown dann wieder hin. Lässt er sich als Dressman sehen, gell? Die deutsche Sprache ist schön. Nun, es gibt noch manches Wort. Sexy,
Hotpants und AirPod Eyeliner und Evergreen, Feature, Slapstick, Hi-Fi Teen, Business und Interview, Money Maker, Irish Jew, Entertainer, Cheap und Quiz. Doch damit jetzt finish ist, sage ich bye bye und geh. Gell, die deutsche Sprache ist schön. Hello! Die Damen, die heute kamen, nun die machen alle mit. Ja, es gibt sehr viele Garden hier im Lande, weit und breit. Zum Appell, den wir jetzt starten, waren alle gern bereit. Aus diversen Partnerstädten unser Fernsehlotterie tanzen hier die Majoretten und Mariechen nun für sie. Ja, eine von mir jetzt präsentiert. Und die Damen, die heute kamen, nun die machen alle mit. Frisch hierher aus deutschen Landen kamen sie mit sehr viel Schwung, und sie werfen ihre Beinchen hier mit viel Begeisterung. Um sie heute zu kommandieren, darum wurd ich gern Gardist, weil bekanntlich ja der Peter auch ein schwerer Nöter ist. Tja, eine Bundesgardenschau, hier im gleichen Schritt und Tritt, wird von mir jetzt präsentiert. Und die Damen, die hübschen Damen, nun die machen alle mit. Das Kommando, mal ganz ehrlich, ist in seiner ganzen Pracht für die Herren sehr begehrlich, denn wer hat schon diese Macht? Viele werden mich beneiden, hier im bunten Lichterglanz, wenn ich gar nicht unbescheiden nun befehl, Mariechen, tanz! Eine Bundesgardenschau, hier im gleichen Schritt und Tritt, wird von mir jetzt präsentiert. Und die Damen, die heute kamen, nun die machen das viele Exerzieren, nun das fällt mir immer leicht. Wenn die Damen salutieren, ist der Sieg schon fast erreicht. Dann ist jede Schlacht geschlagen, ja bei solchem Militär. Hier ein Küsschen, da ein Küsschen, nun da fällt der Dienst nicht schwer. Eine Bundesgardenschau, hier im gleichen Schritt und Tritt, wird von mir jetzt präsentiert. Und die Damen, die heute kamen, nun die machen alle mit. Ja, ich sonne mich im Glanze, den mir dieses Amt verhieß, als es zu dem Gardentanze für mich ab nach Kassel hieß. Ich mach freiwillig gern weiter, diene stolz der Garde hier, denn würd ich den Dienst quittieren, wäre ich ein Dusseltier. Eine Bundesgardenschau, im gleichen Schritt und Tritt, wird von mir hier präsentiert. Und die Damen, die heute kamen, nun die machten alle mit. Eine Bütte. Das habe ich gesehen. Die steht ja da. Die Bütte kenne ich. Die kommt ja jedes Jahr. Ne? Sie sprechen mal aus der Seele. Ja. Gehen Sie nein. Bütte, Bütte, Bütte. Ja, ja. Was lange wird, wird endlich gut. Ja. Entschuldigen Sie, dass ich die Brille aufsetze, die ist mitunter heute in meinem Alter wichtiger wie der Vortrag. Aber
unvorbereitet, wie ich wieder bin in diesem Jahr. Jetzt geht's, so geht's auch. Mein Vortrag hat zum Schluss den Satz: Ihr Leut, dann war's halt für die Katz. Wenn einer keinen Haarwuchs hat, kein einzig Fläumchen auf der Blatt, sein Wirsching, der ist ratzekahl, und er empfindet das als Qual und schmiert sich Salbe auf die Birn und watt auf Locke an dem Hirn. Jedoch trotz Schmiere bleibt die Glatz. Ihr Leut, dann war's halt für die Katz. Wenn einer sich fast täglich trimmt, am frühen Morgen kräftig schwimmt, Gewichte hebt mit beide Händ und schnaubend durch die Gegend rennt, die Knie beugt von früh bis spät, mit dem Fahrrad durch die Gegend dreht, ins Bett muss nach der ganzen Hatz, ihr Leut, dann war's halt für die Katz. Wenn einer gern im Auto sitzt, begeistert durch die Gegend flitzt und plötzlich einen Parkplatz sieht, ein Haar geschlecht, dass er ihn kriecht. Doch während er nach rückwärts guckt, kommt vorne einer angeruckt und fort ist er, der schöne Platz. Ihr Leut, dann war's halt für die Katze. Wenn einer knapp 3 Zentner wiegt und unter sich die Waage verbiegt und braucht zum Sitze gleich 2 Stühle und das verletzt ihm seine Gefühle, wenn der dann sagt, ich lebe Diät, zählt Kalorien, bis er blöd und wird noch dicker wie ein Watz, ihr Leut, dann war's halt für die Katze. Wenn einer nach durchzechter Nacht sich heimwärts zu seinem Frauchen macht, er zieht im Hausflur aus die Schuhe und schleicht die Treppe nur im Nu, dann oben schließt er leis die Tür und sieht ein Schild aus Packpapier. Drauf steht, ich bin verreist, dein Schatz, ihr Leute, dann war's halt für die Katz. Das ist jetzt angucken, Herr Minister, war rein zufällig, weil Sie das jetzt nicht. Wenn einer die Partei sich wählt, die vor der Wahl ihm erzählt, dass sie für ihn schon über Nacht, was schlecht war, alles besser macht, wenn der sein Stimmchen abgegeben und muss als Dank so dann erleben, dass alles bleibt, trotz dem Geschwatz, Herr Minister, dann war's halt. Wenn einer in der Sendung heute nicht lachen tut und sich nicht freut, nicht singt, nicht dschungelt und nicht trinkt, nur höchstens der Verwandtschaft winkt, bei jedem Witz bemerkt empört, er hätte schon bessere gehört. Nur macht ein freundliches Gesicht, wenn ihn die Kamera erwischt und schimpft über seinen schlechten Platz. Ihr Leute, ein Bastard. Doch wenn man sich hier ungeniert, wenn man hier sich amüsiert und mitmacht, heide ungeniert, sich einhakt bei dem Nebenmann, auch lache tut, mal dann und wann, und sagt vielleicht noch frohgemut dem Schenk sein Vortrag. Und gibt Applaus mit viel Rabatt, ihr Leid, dann war's nicht für die Kartelle. Die deutsche Sprache, ehrlich, die ist für jedermann grammatisch sehr gefährlich, wie man oft hören kann.
ob Substantiv, ob Adjektiv, Akkusativ, jawohl. Ob Fürwort, Hauptwort, Bindewort, man hat den Kopf schon voll. Besonders für den Schlagerstar aus einem fremden Land ist deutsche Sprache oft sehr schwer und manches unbekannt. Drum sind in dieser Schule hier vier Schlagerstars zu Gast und üben musikalisch Deutsch, nun Schüler, aufgepasst. In unserer heutigen Lektion geht es mit sehr viel Spaß um die Artikel, die bestimmt genau um der, die, das. Der schönste Platz ist immer an der Theke. Ja, an der Theke ist der schönste Platz. Denn an der Theke, ja, an der Theke, nur an der Theke ist der allerschönste Platz. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da das, was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da. Es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht euch, Freunde, trinkt und liebt und lacht und lebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Das ist so schön, um wahr zu sein. So wie ein Wunder fällt auf uns nieder. Vom Paradies ein goldener Schein. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Das ist vielleicht nur Träumerei. Das kann das Leben nur einmal geben. Vielleicht ist morgen schon vorbei. Das kann das Leben nur einmal geben. Denn hier der Frühling rast nur einen. Das hab ich in Paris gelernt, und zwar in Hand umdrehen. Das lernt man sonst in keiner Stadt so gut, so schnell und schön. Und wenn Sie noch was lernen sollen, dann kommen Sie hierher. Hier zeigt man Ihnen, was Sie wollen, und noch ein bisschen mehr. Hier zeigt man ihnen, was sie wollen, und noch ein bisschen mehr. Das klappt ja wirklich wunderbar, der Unterricht bisher. Und da er so erfolgreich war, nochmal das Wörtchen der. Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht küssen. Ich hab dazu ein viel zu schwaches Herz. Der Onkel Doktor muss das wissen. So was nicht zu Scherz. Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht lieben. Das sei für schwache Herzen gar nicht gut. Ich glaub, er hat da übertrieben, wie das der Onkel Doktor öfters tut. Die Mädels, die Mädels, die Mädels von Chantal, sie machen nicht für sich aus der Treue. So sich ändert das Programm, verändert man sein Herz auch stramm und nimmt sich eine neue. Das machen nur die Beine von Dolores, dass die Senores nicht schlafen gehen. Denn die Toreros und die Matadores, Dolores noch tanzen sehen. Und jeder wünscht sich dann nur das eine, sie möchte alleine für ihn sich drehen. Das machen nur die Beine von Dolores, dass die Senores nicht schlafen gehen. Ihr seid ja beinahe schon perfekt, was wollt ihr denn noch mehr?
versuchen wir, und zwar korrekt, nochmal hier heute der. Der Junge an der Reling, der seht nur still und träumet in die Nacht hinaus. Die Küsten sind volle Häfen, doch jeder Hafen speit ihn einmal wieder aus. Der alte Segel schon erkracht und stöhnt wie toll, der braucht wieder mal eine Ladung Alkohol. Der Junge an der Reling, der denkt ans Mädel, das er liebt und an zu Haus. Die Fischerin vom Budensee ist eine schöne Maid, you hey, ist eine schöne Maid, you hey, die Fischerin vom Budensee. Und fährt sie auf den See hinaus, dann legt sie ihre Netze aus, schon ist ein junges Fischlein drin. Im Netz der schönen Fischerin. Das ist die Liebe der Matrosen, auf die Dauer, liebe Schatz. Ich glaub, für heute ist genug, die Schule, sie ist aus. Statt Eintrag hier ins Klassenbuch geht es für euch Applaus! Nonsens! Sie sehen schon heute zum ersten Mal, wo kommen Sie dann her? Ich will ein bisschen später kommen. Wieso? Da ist nur der Uri dran schuld. Wieso? Er hat mal Uri kaputt gemacht. Ach, Sie meinen den Uri Geller, gell? Der hat mal Uri kaputt gemacht. Ha, bis jetzt habe ich immer nur eine Zeitung gelesen, dass der die Uhren ganz macht. Aber das glaube ich ja auch nicht so ohne weiteres. Ich bin eben eine rühmliche Ausnahme, kann man nichts dran machen. Aber ich kenne auch einen authentischen Fall, einen authentischen Fall. Eine Tante väterlicherseits zum Beispiel von mir, ja? Die hatte Kuckucksuhr gehabt. Die ist 20 Jahre nicht mehr gegangen. Die Tante? Na, die ist gelaufen wie ein Wiesel. Die Kuckucksuhr, die hat gestanden. Ach, da war diese Standuhr? Na, die hat gehangen und trotzdem gestanden. Ah, und wie dann der Uri Geller ins Fernsehen gekommen ist, da ist sie wieder gegangen. Die, für einen Moment ist sie gegangen und dann hat sie wieder gehangen und dann hat sie gestanden. Herr Nonsens, Sie verwirren mich. Aber noch viel schlimmer, stellen Sie sich vor, Frau Wendin, die Kuckuck ist rausgekommen, total verbogen. So was wie verbogene Kuckuck habe ich lange nicht mehr gesehen. Und noch schlimmer, Nachbar von mir, der ist Landwirt, dem hat es die ganze Mistgabel verbogen. Und hat er erst neu vom grünen Plan gekriegt, stellen Sie mir das Malheur vor, total verbogen. Und die ganze Sache mit dem Gabelverbiegen bin ich gerade am Üben, da komme ich dahin. Das ist nur Konzentration, Frau Wendt. Ich sage Ihnen, das ist nur Konzentration. Das schaffen Sie nicht. Pass auf, Frau Wendt, ich mache es Ihnen gleich mal vor. Das ist nur Konzentration, pass gut auf. Biecht dich, biecht dich, biecht dich, ich spüre es. Das sage ich jetzt, Frau Wendt. Was soll ich sagen? Was ist? Sie spüren es, aber ich sehe nichts. Ne? Frau Wendt, was ist denn los? Gucken Sie mal, was eben im Moment in der Kisch passiert ist. Mit uns eine Gabel? Herr Nonsens! Bitte, bitte! Sie Fernverbiecher! Was? Her, die Gabel! Da. Auf die A soll man es auch nicht mehr ankommen! So! Sie, Herr Nonsens! Sie sind vorübergehend entlassen und nun hinaus! Hello, Frau Wettin! Herr Schell! Ja, Frau Wedding, ja. Ich hab mich ein bisschen verkleidet, meine Damen und Herren, wenn wir schon mal im Abendprogramm sind. Ich finde das immer so nett, wenn einer sagt, wir möchten Ihnen mehrere Ausschnitte aus anderen Fernsehsendungen zeigen. Ich darf Ihnen jetzt auch einmal einige Ausschnitte aus anderen Fernsehsendungen zeigen. Zunächst ein Ausschnitt aus der Fernsehsendung Haifischbar. Und hier aus, ein Ausschnitt aus der Fernsehsendung Rudi Carell Show. Und hier ein Ausschnitt aus der Fernsehsendung Was bin ich?
muss immer dieselbe Dame sein, die kriegt freie Karten. Und jetzt ein Ausschnitt aus der Sendung Das Wort zum Sonntag. Und jetzt ein Ausschnitt aus der Sendung Dalli Dalli. Ja, du bringst mir sogar einen Stolz mit. Herzlich willkommen. Ich bin gern gekommen. Ich schaue mal bitte auf die Uhr, das müssen wir immer tun. Dalli, Dalli, ja. 21.17, wenn sie ganz genau geht. Geht, ja. Damit sie sehen, dass wir auch live sind. Das ist sehr wichtig. Du hast ja dasselbe Pech wie ich. Ja, also, man spricht manchmal immer noch weiter in der Sendung und gibt sich Mühe und dann merkt man nachher, es wird einem ja nicht während der Sendung gesagt, man ist gar nicht mehr draußen. Ist gar nicht mehr zu Hause, sondern man ist ganz allein für sich. Ja. Und dann kommt sogar noch der Intendant und sagt, wissen Sie, das war nicht mehr auf dem Sender, ein paar Mark könnten Sie ja zurückgeben für das, was wir nicht gesehen haben. Ne? Wir haben das schon, da drüben lacht er jetzt, wir haben das schon mit Sängern und so weiter gehabt. Das ist mitunter schwer, auch beim Blauen Bock. So auf die Minute aufzuhören, wenn man etwas live tut, ist schwer. Und wir können davon ein Klageliedchen singen. Ja. Wir haben ein Liedchen, unter Zeitdruck entstanden, wollen wir jetzt für Sie singen. Es heißt, ja, wir hatten... Den Käse zum Bahnhof gerollt. Das kenne ich aus Berlin. Ne, das kenne ich aber nicht. Wir müssen ein anderes singen. Wir haben ein neues. Das heißt, ja, wer hatten heute noch Zeit? Du sagst an, bitte, bitte. Achtung. Dalli, Dalli. Ja. Ja, wir hatten heute noch Zeit. Und wo bleibt denn? Und wo bleibt denn die Gemütlichkeit? Ach, wir zwei hier, bitte sehr, haben es im Fernsehen schwer. Streich die Sendezeit nicht aus, fliegen wir ganz einfach raus. Wenn die Uhr sich weiter dreht und wir sind etwas zu spät, zieht man uns den Regler zu, dann hat die Reserve Ruhe. Ja, wer hat denn heute noch Zeit? Und wo bleibt denn die Gemütlichkeit? Wir zwei hier, Sie wissen schon, stehen live am Mikrofon. Sie sehen uns, wir sehen nur immerzu die große Uhr. Was nützt uns der beste Witz, wenn der Zeiger weiter flitzt und danach ganz unbeirrt gleich ihr Bildschirm dunkel wird? Ja, wer hat denn heute noch Zeit? Und wo bleibt denn die Gemütlichkeit? Nun wir zwei, wir gründen drum für das PP-Publikum nen Verein, das ist gescheit. Gebt dem Fernsehen uns mehr Zeit. Leider geht das heute nicht. Dalli, Dalli ist hier Pflicht. Denn sonst blendet man, oh Graus, auch noch diese Sendung aus. Ja, wer hat denn heute noch Zeit? Und wo bleibt denn die Gemütlichkeit? Und wo bleibt denn die Gemütlichkeit? Es gibt viel Schlagworte, ihr Leid, bekanntlich in der heutigen Zeit. Drum sei hier eines vorgestellt, das Schlagwort von der heile Welt. Zunächst frage ich ihr nachher lese, wann ist die Welt mal heil gewesen? Noch nie, solange man denken kann, sieht man sich die Geschichte an. Selbst die kräftig heilige Grieche, die da das Schicksal bös erwische, die waren ganz schnell abgemeldet und aus war's mit der heile Welt. Doch heut, das wäre doch gelacht, wird meist auf heile Welt gemacht. Jedoch ich denke mir mein Teil, von welche hier die Welt wäre heil. Ach, hören Sie oft, mit denen ich sprich. Zum Beispiel, ich stehe in der Küche, ich schäle Kartoffel, spül Geschirr. Bin ich nervös, dann gibt's Geklirr.
Lass ich was falle, gibt's Rabatz, dann wird sie wild, mein lieber Schatz. Dann hat's geklingelt, hat's geschellt und sowas nennt man heile Welt. Am Morgen gehe ich ins Büro, das stimmt mich auch nicht grad sehr froh. Da liegt die Post, die ganz diskret fast nur aus Rechnungen besteht. Dann kommt noch der Gerichtsvollzieher. Ich frage, was wollen Sie denn hier? Der sagt zu mir, ich will Geld. Und sowas nennt man heile Welt. Am Stammtisch wird dann ungeniert bei Wein und Bier politisiert. Die sind für Brandt, die sind für Scheel, die sind für Strauß, dann gibt's Krakeel. Sitzt man dabei und hält den Mund, dann heißt man, wer ein blöder Hund. Weil gar nichts Sache auch missfällt. Und sowas nennt man heile Welt. Geht man spazieren auf der Straße, kommt meist ein Auto und gibt Gas. Gibt man nicht acht, dann macht es bumm, dann fahren einem die Brüder um. Hat man beim ersten Grad noch Glück, nimmt einem das zweite mit ein Stück, obwohl man es gar nicht bestellt. Sowas nennt man heil. Guckt man beim Fernsehen dann und wann, was trifft man dann ein Krimi an? Ein Abend kommt der Kommissar, was finde? Leiche, das ist klar. Bei Mannix kennen Iron seid, auf wen schießt man? Nur auf die Leid. Obwohl denen das gar nicht gefällt. Und sowas nennt man heile Welt. Wenn dann meine Schwiegermutter kommt, bin ich das Würmchen, was sich krimmt. Jetzt muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Weil mir der Satz nicht gerade einfällt und sowas nennt man heile Welt. Also, lassen wir die Schwiegermutter das zweite Mal kommen, gell? Also wenn dann meine Schwiegermutter, die freut sich jetzt daheim, wenn dann meine Schwiegermutter kommt, bin ich das Würmchen, was ich krimmt. Obwohl mir das nicht sehr viel nützt. Beim ersten Wort, da wird geflitzt. Da gibt's nur eins, nicht widerspreche. Man darf es ja auch nicht unterbrechen, weil sonst die Decke runterfällt. Und sowas nennt man heile Welt. Egal, was man auch heute macht, sogar hier in der Fasnacht. Die eine sage, das war gut. Die anderen schreibe voller Wut, das war vielleicht ein schöner Mist. Daran merkt jeder, wie es ist. Was dem gefällt, dem dort missfällt. Ob sie kaputt, ob heil die Welt. Hello! Ja, wer O sagt, der spricht auch von uns und er stimmt uns alle froh. Darum feiern wir heute Namenstag. Wir mit O, wir sind O, O. Wir mit O, wir sind O, O. Rodrigo und der Nico, Antonio und Vico, sie alle sind bekannt. Der Udo und der Carlo, der Beppo, Boto, Marlo, sie werden oft genannt. Dann gibt es noch den Kuno, natürlich auch den Bruno, für alle singen wir. Für Otto, Hasso, Tio, für Erno und den Leo, halt dieses Liedchen hier. Ja, wer O sagt, er spricht auch von uns. Und es stimmt uns alle froh, darum feiern wir heute Namenstag. Wir mit O, wir sind O, O. Wir mit O, wir sind O, O. Rodolfo und Alberto, Vittorio und Roberto, die Namen haben Klang. Francesco, Valentino, den Heino und den Nino, den ehrt unser Gesang. Filippo und der Benno, Adamo und der Henno, an alle sei gedacht.
Drum sei auch dem Alfonso, dem Tilo und dem Lonzo dies Ständchen hier gebracht. Ja, wer osat, der spricht auch von uns. Und das stimmt uns alle froh. Darum feiern wir heute Namenstag. Wer mit O, wir singt O, O. Wer mit O, wir singt O, O. Doch all die schönen Damen mit deinem O im Namen, die kennt ein jeder Mann. Zum Beispiel hier die Illo, die Lollo und die Lilo, die kommen immer an. Sie alle, die besungen, für die das Lied erklungen, hier vor am Publiko. Da singen wir noch einmal, denn einmal, das ist keinmal, jetzt hier im Studio. Ja, wer O sagt, der spricht auch von uns, und das stimmt uns alle froh. Darum feiern wir heute Namenstag. Wir mit O, wir sind O, O. Wir mit O, wir sind O, O. Ja, wer O sagt, der spricht auch von uns. Und das stimmt uns alle froh. Darum feiern wir heute Namenstag. Wir mit O, wir sind O, O. Originale in deutschen Landen, die nie gelebt haben, aber Originale geworden sind, von denen man erzählt, von denen man singt, von denen man sich Witze sagt. Und wir haben aus Berlin, aus Köln, aus, ich muss mal gucken, damit ich sie alles sehe, aus Stuttgart und aus Hamburg haben wir heute Gäste hier. Unsere Originale unter dem Motto mit Humor und guter Laune. Uns kennt ein jeder, bei uns geht keiner fehl. Wir zwei kommen aus Gölle, der Gündes und der Schäl. Wir haben als zwei Jäcke ne Wunsch nur momentan. Der Kölscher, den uns schmecke und auch einen halben Haar. Aus Hamburg kommt Klein Erna, sie ist ein bisschen bang. Denn sie wird lieber klönen, doch man will hier Gesang. Ich kenn ordentlich ein Schnaffel, denn das gibt immer Mut. Aus Stuttgart, hallo, ja, ja, so, so. Wir Schwaben, wir sind Schlaule, darüber sind wir froh. Bei uns heißt noch nicht Hudler, wir lassen uns viel Zeit. Wir werden erst mit 40, die andere gar nicht gescheit. Gestatten Sie kurz, Wolle, ich komme aus Berlin. Sie kennen mir hier alle in Wort und Melodie. Ich lass mir nicht verdrießen, egal was auch passiert. Bis jetzt hat sich der Bolle noch immer amüsiert. Mit Humor und guter Laune sind wir heute hier zum Fan. Wir sind nicht nur Originale, nein, wir sind auch originell. Wir hoffen, dass Sie alle schon über uns gelacht. Und das mit unseren Witzen viel Freude wir gebracht. Klein Erna und der Bolle sind heute ein Herz ein Ziel. Der Heber ist genauso mit Dünnes und dem Schild. Mit Humor und guter Laune sind wir heute hier zu Fell. Wir sind nicht nur Originale, nein, wir sind auch Originale.
Mein Vortrag mit Bescheidenheit heißt, das geht schnell und das braucht Zeit. Wenn's Finanzamt was bekommt und der Bürger zahlt nicht prompt an den Staat dann seine Steuern, tut sich das für ihn verteuern. Schneller, als er es je geahnt, wird die Summe angemahnt und der Kuckuck ist zur Stelle. Das geht schnell, das geht schnell, ja. Doch will man vom Staat was habe, Steuern, die man tat berappe, die zu viel ihm überwiese, ja, dann gilt dann die Devise, was der Fiskus mal kassiert und sich zu Gemüt geführt, bis er das zurückgibt, Leid, das braucht Zeit, das braucht Zeit. Jeder, der nicht gerne läuft und sich drum ein Auto kauft, hat mit dem Parkplatz Schwierigkeiten. Ja, das lässt sich nicht bestreiten. Wer am Parkometer steht, 5 Minuten kommt zu spät, ist ein Schutzmann schon zur Stelle. Das geht schnell, das geht schnell. Doch gibt's irgendwo Rabatz, kriegt man eine vor den Latz, wird man nächtlich angepöbelt, dabei fürchterlich vermöbelt, ruft man dann meist leicheblass Polizei laut auf der Gas, bis da einer kommt dir leid, das braucht Zeit, das braucht Zeit. Wenn man täglich Bierchen schluckt, nach der Schweinehaxe guckt, fröhlich, wenn die Schüssel dampft, 3 Portionen runtermampft, auch sei Süppchen immer isst und den Nachtisch nicht vergisst, kriegt man was aufs Rippenfell. Das geht schnell. Das geht. Wenn man mit dem Bauch belastet, dann mit Magenknurren fastet, Pille einnimmt mit Noblesse, während froh die anderen esse und nicht in die Zeitung guckt, weil da manches Fett gedruckt. Bis die Hose wieder weit. Das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Wenn man um sich schmeißt mit Geld, alles kauft, was einem gefällt, braucht man sich nicht zu gedulden. Schon hat man die ersten Schulden. Gestern noch auf hohen Rossen, heute das Konto schon geschlossen und man zieht ein ab das Fell. Das geht schnell, das geht schnell. Doch will man von jemand pinke, mache die nur winke, winke. Wer nix hat, kriegt kein Kredit. Hat er was, dann braucht er nicht. Jetzt finde ich nicht mehr die richtige Stelle. Das geht schnell, das geht schnell. Ne? Ohne Brille, bis ich die wiederfinde, leid. Das braucht Zeit, das braucht Zeit. Leute, für die man einst hat, Bleche, sind dann plötzlich nicht zu sprechen. Und bis einer einem was leid, das braucht Zeit. Ja, Knipper, ja, war wir den, das braucht Zeit. Jeder kennt das alte Lied, wenn man mal ein Mädchen sieht und ihr tief ins Auge blickt, sind wir Männer gleich verrückt. Wenn man dann im Mondschein küsst und die Welt dabei vergisst, ist der Trauring schon zur Stelle. Das geht schnell, das geht schnell. Ist man dann im Ehestand und lebt glücklich miteinander, gibt's Besuch von einer Dame, nennen wir sie mal beim Namen, trifft das Schwiegermütterlein fröhlich zur Visite ein, bis die wieder geht ihr Leid. Oh, das braucht Zeit, das braucht. Wenn im Fernsehen man Verwendung und hat eine eigene Sendung, schreiben Zuschauer voll Wut, diese Sendung ist nicht gut. Schimpfe über jeden Gag, schon ist man vom Fenster weg, war man noch so aktuell, das geht schnell, das geht schnell. Doch, ja, 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 ja. Doch gelobt,
Da wird man selten, weil es leichter ist zu schelten. Selbst die Kritiker, ganz ehrlich, sind im Loben äußerst spärlich. Und bis einem der Intendant anerkennend drückt die Hand und mehr Gage zahlt ihr Leid, das braucht Zeit. Das. Wenn man einen Vortrag jetzt beendet, den man heute hier gesendet, und man sagt, nicht originell, das geht schnell. Doch sagt man, der Schenk war gut, und man klatscht hier frohgemut. Bis man dazu ist bereit, das braucht Zeit. Herr Schenk, ja, Frau Wedin. Es ist Samstag. Ja, was ist? Warum? Was? Ab in die Büt. Ach so, ja. Ja, von Rede. Wie sagte doch Ben Akibar, es war schon alles einmal da. Ob Witze, Lieder, Politik, so manches kehrt er oft zurück, zwar im moderneren Gewande. Trotzdem sind es meist Altbekannte, die jeder kennt. Drum seid nicht bes. Es ist und bleibt der alte Käse. Heute gibt es viele Konferenzen, man trifft sich, zieht die Konsequenzen, man streitet sich, geht wutentbrannt. Man trifft sich wieder, reicht die Hand, spricht viel vom Frieden auf der Welt, den, wenn es drauf ankommt, keiner hält. Man schwätzt und schwätzt, seit man nicht bes, und es ist und bleibt der alte Käse. Parteien brauche ständig Wähler, sie machen vor der Wahl nie Fehler, Herr Ministerpräsident. Nein, die wollen alles besser machen, darum versprechen sie meist Sachen, die schwer zu halten nach der Wahl. Sind sie im Amt, dann erst einmal, dann stellt man fest, seit man nicht bis, es ist und bleibt der alte Käse, gell? Ja. Auch die Mode, die macht Bosse. Erst werden die Röcke herabgelassen, dann sind sie kurz bis übers Knie. Mal heißt es hot, mal heißt es hü. Was noch vor Jahren elegant so dann im Kleiderschrank verschwand, kommt einmal wieder. Seid nicht bes, es ist und bleibt ein alter Käse hier. Adam und Eva, ach wie süß, erfanden einst im Paradies ein Spiel, das heute noch modern. Denn Apple ist ein jeder gern. Zwar spricht man heute von Sex, ihr Lieben, doch ehrlich, mal nicht übertrieben, genau genommen seid nicht bes, es ist und bleibt der alte Käse. Heute denkt der Mensch nur noch in Normen. Wo man auch hinhört, gibt's Reformen. Man will heute vielerlei erneuern. Ich denke zum Beispiel an die Steuern. Da hat man jetzt ganz ungeniert in Bonn auch so ein bisschen reformiert. Doch guckt mal hin und seid nicht bes. Es ist noch schlimmer wie der alte Käse. Wer Geld hat und als Mann von Welt auf Lebensstil noch etwas hält, der kauft sich in diversen Läden nur eines, meist Antiquitäten. Louis Cador und solche Sachen mit Holzwurm tun ihm Freude machen. Zwar restauriert, doch seid nicht bes, es ist und bleibt der alte. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, was ich als Vortrag hier gebracht, wie jedes Jahr hier in der Bütt. Doch sagt jetzt jemand hier, Igitt, der Schenk mit seinem alten Kram, der bleibt am besten bald daheim, dem sage ich wie Ben Akibar, mein Freund, es war schon alles da, hör trotzdem zu und sei nicht bes, es ist und bleibt der alte.
sind die Schlagerfunken, die hier singen, einmarschieren und den blauen Bock zu ehren. Wir mit unseren Holzgewehren tanzen für sie exerzieren. Im Karneval die Garde, ja, die mag ein jedermann. Und Funken erst die Funken hier, ja, das kommt immer an. Man schätzt sie auch im Rheinland sehr, dort sind sie alter Brauch. Und was da große Stimmung macht, das können wir hier auch. Und Funken aufgepasst, das Schießgewehr gefasst, bricht euch in Reih und Glied, wir singen unser Lied. Ja, wir sind die Schlagerfunken, die hier singen, einmarschieren. Und den blauen Bock zu ehren, wir mit unseren Holzgewehren tanzen für sie exerzieren. Wir kämpfen gegen Muckertum, vereint mit Fröhlichkeit. Den Grießkram nehmen wir aufs Korn im Lande weit und breit. Und wenn wir auf dem Vormarsch sind und rufen laut, hello! Und uns und unseren Tanz gruppieren, da wackelt hier der Bau. Drum Funken aufgepasst, das Schießgewehr gefasst, bricht euch in Reih und Glied, wir singen unser Lied. Ja, wir sind die Schlagerfunken, die hier singen, einmarschieren. Und den blauen Bock zu ehren, wir mit unseren Holzgewehren tanzen für sie exerzieren. Bevor wir jetzt ins Biber gehen, weil einmal Schluss muss sein. Man kann hier nicht nur Wache stehen beim guten Äppelwein. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht, wir und der Korporal. Bedanken uns mit unserem Tanz bei allen hier im Saal. Drum Funken aufgepasst, das Schießgewehr gefasst, bricht euch in Reih und Glied, wir singen unser Lied. Ja, wir sind die Schlagerfunken, die hier singen. Einmarschieren und den blauen Bock zu ehren. Wir mit unseren Holzgewehren tanzen für sie exerzieren. Ja, wir sind die Schlagerfunken, die hier singen. Einmarschieren und den blauen Bock zu ehren. Wir mit unseren tanzen für sie exerzieren. Auf dem großen Boulevard sitze ich, so wie es immer war, nipp in der Septembersonne meinen Drink. Hör mir an, was man erzählt in der schönen Damenwelt. Um mich flattert mancher bunter Schmetterling. Da streift, oh pardon, Monsieur, lässt sich meinem Barfuteu ein paar Seidenstrümpfe und ein zarter Duft. Denn aus meiner Perspektive geht mein Blick mehr in die Tiefe und der Ihre sagt, es liegt was in der Luft. Graue Schläfen schützen nicht vor schönen Weinen, leichte Fälschen trüben nicht den Atemblick. Junge Lippen spiegeln sich in alten Weinen und das Herz verdammt nochmal klopft wie einst. Und mein Drink wird langsam warm, denn das Eis zerschmilzt ihr scharf. Ich steh auf, sie nimmt schweigend meinen Arm. Und wir bummen durch die Stadt und sie blinzelt dann und wann ganz euphorisch meine grauen Schläfen an. Graue Schläfen schützen nicht vor schönen Beinen, leichte Fältchen trüben nicht den Atemblick. Junge Lippen spiegeln sich in alten Weinen und das Herz, verdammt nochmal, klopft wie einst.
Und ich höre die Leute sagen, hat der nette Herr nicht eine hübsche Tochter? Und es scheint, er liebt sie sehr. Graue Schläfen schützen nicht vor schönen Beinen. Leichte Fältchen trüben nicht den Atemblick. Junge Lippen spiegeln sich in alten Weinen. Und das Herz, verdammt nochmal, klopft wie einst. Das erste Mal heute Mittag, dass ich im Moment mal sitzen kann, und das nutze ich weidlich aus. Sie haben das auch verdient. Es war wunderschön gewesen. Ist das echt Ihr Herzklopfen gewesen? Das ist mein Herz, extra aufgenommen. Ein musikalisches EKG. Ja, musikalisches Herz. Ja, war ja sehr gekonnt und direkt im Rhythmus. Ich habe mich wirklich gefreut, dass es geklappt hat, denn viele Arbeit. Wie bleibt man überhaupt so jung wie Sie? Wie macht man das? So jung? Ja, so jung wie Sie sogar. Das ist jung, 76. 76 Jahre. Ich freue mich so, dass Sie das jetzt hier vor der Kamera gesagt haben, denn die Grenze, an der am meisten geschmuggelt wird, ist ja die Altersgrenze. Und ich habe mal festgestellt, die Menschen wollen alle alt werden, aber nicht älter. Und keiner bekennt sich dazu. Aber Sie sind ja im Herzen so jung geblieben, haben eine solche Ausstrahlung. Das ist wunderbar. Zu viel Kompliment. Man sollte Ihnen Komplimente machen. Wieso? Dass Sie sagen, nur von uns immer das, was Sie hier schaffen, das gehört ein Kompliment. Hier, da. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Piano zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten hier unten aus dem Saal? Dem hau ich in die Seiten und dreh ihm aufs Pedal. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Piano zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten hier unten aus dem Saal? Dem hau ich in die Seiten und dreh ihm aufs Pedal. Ich bin der Brotekan. Man sieht mir's gar nicht an, jedoch die Fakultät, die was davon versteht, schickt oft ungern und sehr mich immer hin und her, als Prüfungskommissär. Beim Prüfen bin ich wütend, da schone keine Seele. Doch wenn er Protektionen hat, der Kandidat, das Schwein, ich fang das Dreck aus ein. Sorge drauf zu ehren, mein lieber Herr, was wollst du nur? Was wollst du nur in einer Tour? Ich bin ein stiller Zecher, drum mach ich so ein Lärm. Hollali, hollaro, halli, hallo. Heute ist mir alles wurscht, die Bussel, olli, oh. Hollali, hollaro, halli, hallo. A jeder stiller Zecher macht es grad ach so. Ich bin die Frau, von der man spricht, weil ich so bin, wie's mir gefällt. Ich bin die Frau, von der man spricht, weil sich mein Herz niemals verstellt. Ich habe nur das eine Ziel im Leben, spiel die Hauptperson zu sein. Ich will den Erfolg für mich, drum geh ich den Weg dahin allein. Ich bin die Frau, von der man spricht, nur Glück und Liebe kenn ich nicht. Ich bin die Christel von der Post. Ohne zu klagen.
habe jetzt zwei Gäste, die haben etwas fertiggebracht, was wenige bisher fertiggebracht haben, überhaupt noch nicht, darf ich sagen. Sie haben die Nordseeküste verlängert. Nicht um Kilometer, sondern um den zweiten Teil. Erleben Sie den zweiten Teil an der Nordseeküste. Klaus und Klaus! Erstmal kontrollieren, die Brille ist dabei und der Vortrag auch, weil die Brille ist ja sehr wichtig bei solchen Sachen. In jedem Jahr zur Fastnachtszeit, wenn man im Lande weit und breit in Büttenreden selbst gedichtet, mit Witz und mit Humor berichtet, da fragt man sich, was soll man bringen? Soll man politisch zum Gelinge einen Vortrag halten, mal ganz ehrlich vor Wahlen, ist das sehr gefährlich. Denn einer fühlt bei diesen Reden sich immer auf den Schlips getreten. Egal, an wem er übt Kritik, ich red nicht über Politik. Und außerdem, das sind die Themen, weil sie ja alle Redner nehmen, meist abgedroschen, das geht schnell, dann ist man nicht mehr aktuell. Deswegen sag ich nichts von Wende, nichts von Partei, nichts von Spende. Bei mir hört man kein Wort von Flick. Ich red nicht über Politik.
Ich sag nicht, dass die Wilder sterbe, weil so kein Blumentopf zu erbe. Sprech nicht von Katalysatoren. Das kommt der Leut schon aus der Ohre. Sag nicht, wir müssten 100 fahren. Den Vorschlag kann ich mir ersparen. Man rast ja doch, bricht sich das Knick. Ich red nicht über Politik. Und auch die Witze, die parteilich, die finden viele unverzeihlich. Mach ich ein Späßchen über den Kohl, da lacht die SPD. Jawohl. Du ich das über den Vogel mache, da weiß hier keiner, soll er lachen? Weil man zwei Vögel hat im Blick. Ich red nicht über Politik, nein. Ich sag nichts über Arbeitslose, stell für die Zukunft keine Prognose. Vom Frieden reden hat keinen Zweck, es knallt ja doch an jeder Eck. Schwätz nicht von Schornsteinen verrusten und was die in die Gegend pusten, frag nicht, warum der Smog so dick. Ich red nicht, Herr Oberbürgermeister, über Politik. Nein. Ich bring nichts über Gastarbeiter, von mir aus steigt der Dollar weiter. Ein Mikrofonprob von Herrn Regen, die peinlich, ich hab nichts dagegen. Ob Honecker die Reise bucht und uns hier endlich mal besucht, erscheint bei mir nicht als Replik. Ich red nicht über Politik, nein. Ich spreche nicht von Konferenzen und das Europa voller Grenzen. Ich sage nichts von Subventionen, damit tue ich sie gern verschone. Was Schlesiens Landmannschaft so treibt, an Mottos und Artikel schreibt, das mache andere Publik. Ich rede nicht über Politik. Gell, Herr Hupka? Ja. Also, das wäre, ihr Liebe, nachher lesen, mein Bühnenvortrag heute gewesen. Der sieht man ihn hier einmal kritisch, wie jeder hörte, unpolitisch. Ich hoffe, man macht sich da nichts draus, gell? Und ich krieg trotzdem jetzt Applaus. Komm ich im nächsten Jahr zurück, dann red ich über Politik, ja! Zum Prinz gewesen, doch auch als Präsident, als Kommandeur und Diener, da war ich exzellent. Ich war als Bittenredner, wie jeder weiß, dabei. Jetzt leite ich hier närrisch die Marketenderei. Für Kamellen, für Bier, für Schnaps und Wein. Dabei schenke ich am liebsten mir selber einen ein. Das stimmt mich immer fröhlich und auch das Publikum. Die tragen mich nach Hause, denn ich fall meistens um. Tja. Spenden entgegen, die man schickt. Bisher hat mir deswegen niemand am Zeug geflickt. Die Bonbons, die ich werfe, sind alle registriert. Was sich in Bonn ereignet, wäre bei uns nie passiert. Nee. Heute ist Karneval, die Queeritz an der Kante. Da herrscht Stimmung, ja, da wackelt das Lokal. Heute ist Karneval, die Queeritz an der Kante. Marketender Ernst grüßt heute ganz. Sie sind genau gezählt, auf wen sie zugeworfen, wird von mir ausgewählt. Soll sie mal jemand fangen, zufällig und mit Glück, für den sie nicht bestimmt sind, hol ich sie gleich zurück. Ja! Heute ist Karneval, die Queeritz an der Kante. Da ist Stimmung, ja, da wackelt das Lokal.
mal hungrig, die holde Narrenschar, bin ich mit Erbsensuppe als letzte Rettung da. Nach 3-4 Tellern Süppchen, ich sage es delikat, da hört man schon von Weitem, wenn unsere Garde naht. Sehr beliebt, ich werfe da mit Bällen, darin bin ich geübt. Treff ich mal Fensterscheiben in irgendeinem Haus. Mein Bruder, der ist Glaser, das zahlt sich für den aus. Ja. Aschermittwoch und ist vorbei das Fest, mach ich Bilanz, ihr Leute, und einen Lebertest. Doch das soll mich nicht kümmern, solang noch was im Fass, macht mir dem Ernst aus Knieritz die Narretei viel Spaß. Ja, und wie ist das mit Ihnen? Heute ist Karneval, die Knieritz an der Karte. Da ist Stimmung, ja, da wackelt das Lokal. Heute ist Karneval, die Knieritz an der Karte. Ist alles vorbei, die Schwüre von Treue, sie brechen entzwei. Von all deinen Küssen darf ich nichts mehr wissen, wie schön es auch sei, dann ist alles vorbei. Yeah.